Hallo Hüter und willkommen zurück zu einem weiteren Video von Destiny 2 und heute spielen wir die Kampagne Jenseits des Lichts mit meinen nicesten Warlock. Wir gehen gleich rein und werden uns angucken, was ich dann noch alles mir geholt habe, denn ich habe sehr viel gefarmt, also wirklich sehr viel und auch hier die Rüstung vom Hüter-Event mir geholt. Oh, Zeremonie-Zeiten sind die besten, ja, ist schön. Da, das ist die Rüstung von den Hüterspielen, die ich mir erspielt habe. Genauso wie die Waffe, die ich aus einer Exo-Quest habe. Erzählung eines Totems. Also ich werde jetzt gerade erstmal die ganzen Waffen erklären. Dann habe ich hier noch, genau, Nation der Bestien. Die werde ich dann auch noch spielen. Die habe ich euch letzte Folge gezeigt, wie ich die freigeschaltet habe. Dann habe ich hier die Huckleberry. Die, die habe ich einfach so bekommen. Erhöht Feuerrate und stärkere Rückstoß nach jedem Abzug. Dann die Zitterknochen, genau dasselbe wie bei den Nationen der Bestie. Hat das Perk Wusch, wenn man rutscht, dann wird das Magazin teilweise aufgeladen. Sowie die Handhabung. Dann noch fokussierte Raserei. Ladung des Magazins, Präzisionsschaden, diese Waffe, Bonusschaden, ist nicht schlecht. Und dann natürlich noch Explosionspakt. Diese Waffe erhält Bonusstabilität und Nachladetempo, wenn eine Granate, eine Granatefähigkeit aktiviert wird. Heilgranaten und Granatentodenschüden gewinnen zusätzlichen Stapel dieses Bonus. Ja, sind wirklich nicht schlechte Waffen, die ich hier mir erarbeitet habe, also würde ich selber sagen. Und ich habe auch einen richtig guten Level. 1778 Licht. Natürlich kann ich noch auf 1800 leveln. Es ist aber auch ultra, ultra lässig. Hier ist noch das Banner, was wir ja für das Abzeichen, was wir für den Dungeon, den wir ja da gespielt haben. Grube der Ketzelei. Aber wir wollen jetzt die Europa-Kampagne machen, nämlich Schwelle der Dunkelheit. Eigentlich jenseits des Lichts, aber ich glaube, so heißt die Quest. Gut, dann gehen wir rein. Warte, die Beschreibung. Folge Varex Notsignal. Also es geht um diese, also die Kampagne geht es irgendwie darum, dass so eine Gefallenen haben irgendwie die Kraft der Dunkelheit und wir müssen sie halt aufhalten. Also los geht's. Bin mal gespannt, wie geil die wird. Gut, dann bis gleich. Ich habe die Dunkelheit schreckliche Dinge gebären sehen. Und sie kommen immer näher. Meine Zukunft beginnt hier nicht, aber deine, Hüter. Es ist Zeit, jenseits des Lichts zu treten. Und alles beginnt mit einem Splitter. Freunde, wir sind in großer Gefahr. Die Erde, die große Maschine, Elixni und Menschen. Die Dunkelheit ist unter uns. Wir alle sind in großer Gefahr. Meine Art muss leben. Bitte schickt Hilfe. Es bleibt nicht viel Zeit. Was? Sie ist schon hier. Varex! Bitte!
Digga, halbes Orchester spielt da auf einmal. Mein Trommelfell begrüßt das auf jeden Fall. Da ist noch einer. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Warum wollte uns die Dunkelheit hier haben? Du bist ruhig heute. Ja, es ist nur, immer wieder stellen wir uns der Dunkelheit und können sie doch nicht aufhalten. Wir sind so machtlos. Ich empfange ein Notsignal. Jemand ist in Schwierigkeiten. Meine Freunde, wir sind in großer Gefahr. Es ist Varix. Er hat einiges zu erklären. Die Dunkelheit ist... Ich werde Savannah eine Nachricht schicken. Nein, warte. Weißt du, woher das Signal kommt? Von hier, Europa. Oh, ich finde meinen Hüter so schön. Ich den mal in so richtig geiler Grafik zu sehen, ist einfach echt nice. Ich habe Variks Notsignal jenseits des Bergkamms geortet. Wir sollten uns beeilen. Ja, ein bisschen leiser immer. Ups. Dafür hat Variks also das Gefängnis der Alten eingetauscht? Tja, wenn ich an der Ermordung von Kate 6 beteiligt gewesen wäre, würde ich mich auch auf einem trostlosen Mond verstecken. Varix war ja der Typ, der alle freigelassen hat, in dem Gefängnis der Alten. Das war ja aber Forsaken. Und deswegen konnten die ganzen Vandale, ich glaube, es waren keine Vandale, es waren die Hohnen, konnten alle, ja, frei rumlaufen, weil er denen die Tür geöffnet hat. Ja, und jetzt finden wir das natürlich nicht so geil, weil er, wie gesagt, eigentlich der Böse war. Aber mal gucken. Jeder böse Mensch kann auch was wir Gutes sind nah tun. Am Ursprungspunkt von Variks Notsignal. Ja, da kommen auch schon die Vandale. Die Gefallenen. Die sind auf dem Weg. Diese Gefallenen-Patrouillen sind genau da, wo wir hingehen. Im Lager. Sie müssen auch hinter Variks her sein. Beeilen wir uns. Ich will mal meine Exo ausprobieren. Ich will auch noch mit euch die Exo-Quest machen. Aber das ist wahrscheinlich dann mit einem anderen Account. Ui, aber die spielt sich schon echt geil. Das ist das erste Mal, wo ich die spiele. Und Alter, spielt die sich geil. So, was ist hier? Warte, wir können auch ein bisschen lauter machen. Eins lauter. So. Ist noch einer. Aber jetzt nicht mehr. So, was gibt's hier? Jemand hat sich hier aufgehalten. Es gibt Spuren von dunkler Energie. Es ist Braytag. Aus Eventide. Clovis Brays Kolonie aus dem goldenen Zeitalter hier auf Europa. Wer auch immer hier war, hat es benutzt, um auch Varix zu verfolgen. Sie müssen das Notrufsignal vor uns abgefangen haben. Frage ich mich wohl, wer. Ich habe jetzt den wahren Ursprungspunkt des Signals. Nicht weit von hier. Beeilung. Sind das für rote Spuren hier auf dem Eis? Das frage ich mich halt wirklich. So. Auf geht's. Ich weiß noch, am Anfang der Kampagne, wo die ja rausgekommen ist, hatte man übelste Filterprobleme oder Grafikprobleme. So, da war der Schnee richtig am Arsch. Das habe ich bei Zombie gesehen. Und dieser Revolver, oh, ich liebe ihn. Warum müssen die Schiffe mitschießen? Finde ich nicht so toll. Oh, ich liebe ihn. Oh, es spielt sie so geil. Ach, immer wieder schön. Immer direkt meine Granate raus. Hier mein Schwert noch rausholen. Das kriegt man ja, wenn man die letzte Stufe bei den Playlist-Aktivitäten sich holt. Also einfach sehr viel, keine Ahnung, Schmelztiege oder Forward-Playlisten oder Waffeninformationen. Ich habe gerade eine Quest. Ach, Kacke.
Scheiße, das sollt ihr noch nicht sehen. Varix muss wirklich in Schwierigkeiten stecken. Wenn wir ihn nicht zuerst finden, wird es jemand anders tun. Falls es dann noch nicht zu spät ist. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war eine Exo-Quest. Warte. Die Dunkelheit. Sie ist nah. Ich spüre sie, aber sie ist irgendwie anders. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ihr das schon gesehen habt. Egal. Die machen wir ja eh danach. Also nach der Story. Okay, dunkle Energie. Oh, verfolgen wir sie. Die Umgebung gefällt mir jetzt schon. Erinnert mich ein bisschen an die Warmind-Story. Nicht nur ein Verräter, auch ein Dieb. Also wo ist er? Sicher vor dir. Ja? Durchsucht die Gebäude. Findet ihn. Warte! Eramis, alte Freundin. Diese Mächte erzeugen Chaos. Sie verändern dich. Das... Bleib du bei deinem Maschinengott. Mit dieser Macht bestimmen wir unser Schicksal. Er spielt einem was vor, lebt in der Vergangenheit. Ich bin blind gewesen. Mach kurzen Prozess mit ihm. Das nenne ich mal Axlerei. Digga, der hat einfach seinen Arm verloren. Der Arme. Versteht ihr? Der Arme. Oh mein Gott, der war so schlecht. Das ist so ein geiles da. Ding. Von dort kommt Varix Signal. Das ist ja ein Riesenschiff. Das ist ja ein Riesending. Ist aber auch echt schwer zu treffen, muss man ehrlich sagen. Mal rauf hier. Seitdem der Typ mir gesagt hat, dass ich mit X und Dash machen kann, benutze ich den jetzt jedes Mal. Ja, alles gut. Ich bin schon auf dem Weg. Nein, mach ich doch nicht. Alles gut. Okay, befreie Varix. Warte, ich empfange mehr Unruhe in den Komms der Gefallenen. Sie sollen den Bereich umstellen. Die Schlange kommt hier nicht lebend raus. Es wird geschehen, Eramis Kell. Retter, beeil dich. Du musst mich befreien. Okay. Warte. Und. Hallo? Zack! Jetzt hab ich dich. Hey, Brudi. Varix dankt euch. Und muss sich jetzt verstecken. Nicht so schnell. Wir haben deine Nachricht gehört. Die Dunkelheit ist unter uns. Was soll das bedeuten? Keine Zeit. Sie kommen. Varix bittet erneut um deinen Schutz. Ich suche drinnen Zuflucht. Sei erfolgreich und Varix wird alles offenbaren. Okay, hau mal kurz ab. Ich benutze mal jetzt hier das Scout-Gewehr. Nicht Scout-Gewehr. Ich sag immer Scout-Gewehr. Das Burst-Gewehr. Von dem Raid. Hier direkt mal Ulti.
immer mehr Kugeln raufschießen. Oh Gott, dieses Teil. Geh mal weg, Alter. Das ist fett. Fett und hässlich. Oh. Das ist der letzte. Erfolg, Retter. Varix ist wahrlich dankbar. Dann beweise es. Wir erwarten Antworten. Kommt zu Varix und ihr werdet sie erhalten. Aber seid euch bewusst, dass unsere Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Oh, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Ah, ein bisschen out of bounds gehen. Jo, Leute. So, einmal runter hier. Wo geht's hier lang, Alter? Digga, was ist das hier für eine Map? Ich glaube, so würde ich jetzt hier nicht lang gehen. Aber, why not? Wieso konnte man da runter? Hä? Ich find's geil, dass Varix immer so klackert bei jedem Satz. Diese ist so ein bisschen gruselig. Oh. Ja, Spieler. Die Sota. Keine Ahnung, wer du bist. Ich kann deinen Text nicht lesen. Und Saladin lebt krack. Du vertraust Varix nicht, ja? Heb dir dein Misstrauen, deinen Vorwurf für später auf. Die Elixni, die mich angriff, sie ist Eramis, die Schiffsdiebin, ein neuer Kell der Kells. Sie vereinte die Häuser. Und sie will eine Armee aus Elixni schaffen, angetrieben von der Dunkelheit. Wenn sie niemand aufhält, wird sie uns alle zerstören. Du musst gehen. Varix wird dir den Weg zeigen. Ich verstehe. Varix berichtet dir vom Eramis, einen neuen Kell der Gefallenen, oder wie sie sich selbst nennen, der Elixnir. Durch die Kommunikation mit der Pyramide ist ihr gelungen, die Macht der Dunkelheit als Waffe einzusetzen. Varix ist mit einem Beweis für diese dunkle Macht entkommen und bittet dich um Hilfe. Sollte es Eramis gelingen, diese Macht an alle ihre Elixni-Anhänger weiterzugeben, wird nichts und niemand in der Lage sein, sie zu besiegen. Nicht einmal die Hüter. Varix bittet dich, Eramis unverzüglich aufzuspüren. Vielleicht kannst du sie noch aufhalten. Verfolge Eramis den Kell der Dunkelheit, schieße die Mission der neue Kell ab. Okay. Beutezüge kriege ich erst nach der Kampagne. Okay. Alright. Gut, Leute, aber dann will ich erstmal hier den ersten Part von Jenseits des Lichts beenden. Ja, in der nächsten Folge werden wir sie versuchen aufzuhalten. Wahrscheinlich wird es nicht gelingen. Und dann, ja, gibt es da so eine richtige Schnitzeljagd. Ich kann die gleiche Quest nochmal machen. Aber why? Einfach why? Okay, aber ich will sie nicht nochmal machen. Ihr markiert mir die Quest. So. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.